Ich bin der Brody und jetzt kommt's mit auf Rio. Daniel Brodmeier, 28 Jahre, geboren in Kelheim, verheiratet und wohnhaft in Niederlauterbach. Bei den Olympischen Sommerspielen 2012 in London wurde er Fünfter. Jetzt in Rio könnte es für das Treppchen reichen. Brody, wie ihn einfach alle nennen, trainiert in der Trainingsgruppe Burning Ice. Brody hat jetzt über viele Jahre sehr hart trainiert, sich auf diesen Wettkampf ganz speziell vorbereitet und da drücke ich ihm natürlich auch die Daumen, dass das entsprechend läuft. Im Bayerischen Sportschützenbund gilt er als Sprachrohr, aber auch Aushängeschild des Spitzensports. Mit seiner lockeren Art kommt er überall gut an, auch in den Medien. Also er ist ein sehr sympathischer Mensch, er ist ein sehr zielstrebiger Mensch und er hat nachhaltig eigentlich sein Ziel verfolgt, zu Olympia zu kommen. Daniel Brodmeier gelingt der Spagat zwischen Spitzensport und Job. Sein Arbeitgeber unterstützt ihn und ermöglicht Brody entsprechende Trainingsfreiräume. Seinem Arbeitgeber ist er sehr dankbar und weiß, dass diese Unterstützung keine Selbstverständlichkeit ist. Also in Deutschland ist es leider so, dass es sehr wenige große Firmen gibt, die tatsächlich nur Amateursport oder halt Sport, der nicht so medial ist, überhaupt noch unterstützt. Und dass Osram diese soziale Verantwortung übernimmt, das ist natürlich für mich echt Glück, dass das so passiert. Und ich denke, dass da auch der große Erfolg dann herkommt. Weil, wie gesagt, Schießen ist ja sowieso mentale Sportart, Kopfsportart. Und wenn man weiß, man hat so einen Arbeitgeber im Rücken, man ist abgesichert, man kann trainieren gehen, wenn man es braucht, man kann in den Wettkampf gehen und vorbereiten, wenn man es braucht. Und wenn man heimkommt, geht man wieder in die Arbeit und alles ist gut und man ist wieder im richtigen Leben. Das ist eigentlich ein Wunschtraum von vielen, das überhaupt machen zu können. Und ich bin froh, dass Osram da bereit ist, so eine soziale Verantwortung zu übernehmen. Ja, erstmal sind wir natürlich stolz, dass wir den Daniel Brodmeier bei uns haben. Wir kennen uns ja schon seit seiner Ausbildung zum Elektroniker und haben ihn eigentlich von Beginn an immer unterstützt, wenn es im Hinblick auf sportliche Wettbewerbe oder große Ereignisse wie Olympia geht. Auch von seinen Kollegen in Regensburg wird Brody als Mensch und Sportler geschätzt. Der Brody hat bei uns im Unternehmen einen eigenen Fanclub in seiner Abteilung und darüber hinaus fiebern die natürlich mit. Auch wenn er sich auf die Wettbewerbe vorbereitet, werden die Ergebnisse dann natürlich in der Zeitung mitverfolgt. Seine Kollegen sieht Brody als integralen Bestandteil seines Erfolges an. Gerne übernehmen sie auch schon mal Aufgaben, wenn Brody wieder in Sachen Sport unterwegs ist. Ja, das ist die Gemeinschaftswand quasi, da bringt er seine Mitbringsel von den Wettkämpfen für uns mit. Und es ist schon Wahnsinn, also für mich, für unsere Kollegen, jemanden persönlich zu kennen, ein Vize-Weltmeister, Olympiateilnehmer, man kennt solche Leute bloß immer aus dem Fernsehen oder Zeitung und da hat man quasi einen zum quasi anfassen. Ich habe seit 2013 die Möglichkeit, das Ganze professionell zu betreiben und seit der Zeit nehme ich die Medaille mit rein, weil man die gewinne ich ja nicht alleine, ich gewinne ja meine Kollegen mit, weil die einfach hier sind und mir den Rücken so frei halten, dass das so funktioniert, dass ich mein Training gestalten kann, wie ich möchte. Und ich denke, dass das auch eine Würdigung bedarf. Ja. Brody, du schaffst das. Ja. Viel Erfolg. Hey. Privat ist Brody sehr heimat- und naturverbunden. Sein Altmühltal rund um Kelheim liebt er. Oft sucht er die dortige Ruhe, um sich mental fit zu halten. Vor den Olympischen Sommerspielen in Rio war er oft hier. Für den Skisport braucht man eben einen freien Kopf. Nach rund einer Stunde Wanderung erreicht man sein liebstes Plätzchen. Ein kleiner Felsvorsprung mit Blick über die Donau. Ja, ich glaube, wenn man sich die Natur da so anschaut, kann man sich ganz gut vorstellen, dass ich da einen wahnsinnigen Bezug zu dem Ort da habe und auch zu dieser Energie, die wo in diesem Ort so herrscht. Und das ist also mein Platz quasi, wo ich vor meine Wettkämpfe und nach meine Wettkämpfe das alles so ein bisschen verarbeite. Einfach mal eine halbe Stunde Zeit nehmen. Da aufgehe, sie da her sitzen, auch wenn es wieder vielleicht nicht so schön ist, einfach um das alles einmal so ein bisschen zu verarbeiten. Die Erfolge, genauso wie die Niederlagen und auch die Wettkämpfe, die vielleicht noch anstehen, die wo jetzt auch zum Beispiel bei den Olympischen Spielen wahnsinnig viel Energie kosten und auch viel mentale Stärke brauchen, die hole ich mir einfach da herum halt wieder. Und ich glaube, der Bezug da zu meiner Region, zu meiner Heimat, ins Altmühltal, da nach Kelheim,
die ist da schon ziemlich gegeben und auch da. Auch die gesamte Region steht hinter Brody. Selbst vom Geldautomaten lächelt er. Also wir setzen auf Gold, unser Olympia-Tippspiel mit Daniel Probmeier. Unter www.rbba.de/olympia kann jeder, der Lust hat, mitmachen und tippen, welchen Rang Daniel Probmeier erreicht, an seinem ersten Schuss in Rio, KKA liegend. Und unter allen richtigen Gewinnern oder allen richtigen Tippern verlosen wir einen Goldbahn. Der Wunsch von Daniel nach der Goldmedaille soll in Rio in Erfolg umgewandelt werden und die guten Zeiten von London 2012 fortzusetzen. Ja, die Einwohner vom Landkreis Kelheim wünschen dem Daniel Brodmeier alles Gute für Rio. Und wir als örtliche Raiffeisenbank unterstützen seit vielen Jahren diesen Supersportler und wünschen natürlich, dass er in Rio eine Medaille holt. Deswegen freut es mich auch total, dass da noch solche Idealisten, ich will gar nicht sagen Sponsoren, Unterstützer, eigentlich Idealisten da sind, die mich aus der Region auch noch unterstützen auf dem Weg zu den Spielen und jetzt in dem Fall nach Rio. Und die, wo diesen Weg schon so wahnsinnig lange mit mir gehen. Im Autohaus Wiedmann in Saal haben sich alle seine Sponsoren getroffen, um Brody zu verabschieden und ihm nur das Beste für Rio zu wünschen. Dass er am besten jeder Medaille mitbringt, das wäre hervorragend. Aber ansonsten schon viel Spaß, eine ganz, ganz tolle Zeit, super Erfahrungen, das wünsche ich ihm. Ich finde, wie gesagt, die ganz Großen werden immer das Geld reingeschoben und der regionale Sport, beziehungsweise ist ja jetzt kein regionaler, aber wenn man schon so einen Spitzensportler da hat, dann soll man ihn auch unterstützen und das finde ich gut von der Region her. Das Geheimrezept für Daniel Brodmeiers Zaubertrank besteht darin, seine Konzentration und damit seinen Blutzuckerspiegel über diese vielen Stunden konstant zu halten. Es gibt ihm Kraft, dass so viele Menschen hinter ihm stehen. Brody hat alles getan, damit ein Erfolg in Rio möglich ist. Dann heißt es Koffer packen und Abflug. Aber sein Bayernhandtuch hat er immer mit dabei. Eine Art Glücksbringer. Die olympische Schießanlage liegt weit außerhalb. Mit dem Shuttlebus circa 2 Stunden. Aber zum Akklimatisieren helfen natürlich auch Rios Hotspots. Wir sind hier an der Copacabana und holen uns gerade einen tierischen Sonnenbrand. Und da hinten ist der Zuckerhut. Und die Vorbereitungen auf die Spiele waren schon mal ein bisschen stressiger. Als Doppelstarter in den Disziplinen Liegend- und Dreistellungskampf hat er quasi eine doppelte Medaillenchance. Die Vorfreude auf die Spiele ist enorm. Das ist Maracanã. Ja, ich hoffe, dass ich da dann einlaufen darf in dieses Stadion. Die Fahne schwenkend und, keine Ahnung, 100.000 Leute jubeln einem zu. Ich glaube, das wird der Wahnsinn. Da freue ich mich schon richtig drauf. Der Bayerische Sportschützenbund wünscht unserem Brody viel Erfolg für Rio. Verdient hätte er eine Medaille allemal.